Immer in der Woche vor Weihnachten lädt die Zwickauer Oberbürgermeisterin Medienvertreter zum Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr ein. Traditionell findet die Jahrespressekonferenz an einem Ort statt, der in den letzten Monaten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. 2016 fiel die Wahl erstmals auf einen Neubau und zum ersten Mal auf eine Kindertagesstätte. Der im August eröffnete Hort Stadtstrolche in der Amalienstraße gehört zu den 5 Objekten, die im vergangenen Monat beim Architekturforum ausgezeichnet wurden. Der im Mai 2015 begonnene pavillonartige Zweigeschosser konnte in diesem Jahr übergeben werden. Dass es nicht immer quietschbunt sein muss, wenn es um ein kindergerechtes Ambiente geht, dafür ist die Einrichtung ein gelungenes Beispiel. Gelungen sei auch vieles andere in den vergangenen Monaten. Für Zwickau sei 2016 ein gutes Jahr gewesen, betonte die Oberbürgermeisterin in ihrem Rückblick. Für sie persönlich war es das Schwierigste in ihrer bisherigen Amtszeit. Weil es eine Gruppe gibt von Menschen, die versuchen, unser demokratisches Miteinander zu stören, die unsere Stadtspaziergänge stören, die unsere Stadtratssitzungen stören, die Personen diffamieren und auch attackieren. Und in dem Moment war das ein schwieriges Jahr. Aber die Stadt insgesamt hat sich wieder positiv entwickelt. Die Schule am Scheffelberg, die Planstraße Süd, der Nordplatz oder die Entwicklung am Neumarkt sind weitere Beispiele. Persönliches Highlight für das Stadtoberhaupt war die Fertigstellung des neuen Stadions. Dass wir das mit dem Stadion geschafft haben, das ist natürlich für die Stadt ein enormes Plus. Der FSV ist aufgestiegen. Jetzt hoffen wir, dass das Stadion auch weiterhin mit Profifußball bespielt werden kann. Die Stadt habe dem FSV Zwickau Unterstützung zugesagt. Man werde dafür jedoch keine Steuergelder einsetzen, sondern sich um ein Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund noch in dieser Saison bemühen. Neben dem Stadion gab es für Pia Findeis noch 2 weitere persönliche Höhepunkte im abgelaufenen Jahr. Das eine, dass ich jetzt schon zum 3. Mal zur Bundeskanzlerin eingeladen worden bin, zu diesem Treffen Frauen in Führungspositionen. Und das war im Oktober und jetzt Anfang Dezember war ich im Vatikan, hatte eine Einladung zu einer Konferenz von Bürgermeistern europäischer Städte. Es waren Großstädte, es waren Millionenstädte, es waren aber auch kleine Städte und auch Dörfer. Und jeder hatte die Möglichkeit, 15 Minuten dort zu sprechen. Und das war für mich eine Herausforderung, erstens aber auch eine Anerkennung und auch eine Würdigung, dass diese Gleichschaltung war mit dem Oberbürgermeister von Berlin oder mit der Kollegin, das ist jetzt in Anführungsstrichen, will ich mich natürlich nicht messen, aber aus Rom ist eine Frau oder Paris, die dort auch gesprochen haben. Und wir waren uns eigentlich als Oberbürgermeister einig, Europa ist ein reicher Kontinent. Wir müssen viel dafür tun, dass die Menschen in anderen Ländern auch gut leben können. Aber wenn Menschen in Not sind, dann haben wir auch die Pflicht und auch die Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen. Das Jahr 2017 steht vor der Tür. Welche wichtigen Vorhaben stehen auf der Agenda der Stadt Zwickau? Das Jahr 2017 hat vom Haushalt her einen hohen Umfang an Investitionen. Es ist dieses Jahr gelungen, erstmalig wieder seit vielen, vielen Jahren den Haushalt des Folgejahres schon im Dezember zu verabschieden im Stadtrat. Und es sind viele Dinge enthalten, die die Stadt voranbringen werden, die die soziale und kulturelle Infrastruktur verbessern werden. Das Gewandhaus, die Sanierung beginnt im Jahr 2017. Das Puppentheater steht mit auf der Liste. Die Futschig-Schule, der Neubau eines Horts in Oberhohendorf, die Planung für den Neubau einer Ballsporthalle in Neuplanitz, Straßenbauten, die Werderer Straße soll fortgesetzt werden, die Schneppendorfer Straße. Das sind nur einige Beispiele und es ist doch erfreulich, dass wir als Stadt Zwickau unseren finanziellen Handlungsspielraum nicht verloren haben. Das sah im letzten Jahr schon schlimmer aus. Die Menschen in Zwickau und in Sachsen haben eine gute Lebensqualität, so das abschließende Fazit der Oberbürgermeisterin. Sie sollten optimistischer in die Zukunft gehen und sich ein bisschen mehr für das Allgemeinwohl engagieren.
Ich wünsche mir, dass die Bürger nach wie vor mittun. Wir haben Aktionen mit Späti, wir haben das historische Dorf, wir haben ein Herz oder Zwickau zeigt Herz. Wir haben also viele Aktionen, wo Bürger sich einbringen mit ihren Meinungen, wo sie aber auch Neues gestalten und schaffen. Und wir bieten auch als Stadt Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Wir werden nach wie vor die Einwohnerversammlung machen, die Stadtspaziergänge, thematische Einwohnerversammlungen. Der Stadtrat hat den Bürgerhaushalt wieder eingeführt, dass es auch dort die Bürger Möglichkeiten haben, sich einzubringen und auch mal sehen, dass das, was sie wollen, vielleicht auch in die Praxis umgesetzt wird, sodass das demokratische Miteinander in einer Stadtgesellschaft weiterleben soll. Und das kann nur mit Leben erfüllt werden, wenn viele, viele sich beteiligen. Und die Zwickauer, da bin ich optimistisch, die werden das tun.